Yo, Streamer, echt krass, dass du damals schon Panier Jason kanntest. Schwänze und vor allen Dingen Jasons Kopf. Oh Mann, Alter. Yo, keine Dank für die drei. Moin Arschloch, heute mal kurz und knackig wie Spreewälder Gewürzgurken. Digga, Spreewälder Gewürzgurken sind die besten. On God. Was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kennst du die schon? Ich kenne den Streamer nicht, Bro. Weil wenn ich ihn doch kennen würde, dann wüsste ich, dass er gewandt ist. Der Vollidiot, Digga, Alter. Dieser Vollidiot, Bro. Q-Boy, danke für die drei, Bro. Was ist das hier? Classic. Schon zu oft gesehen, diese Art. Der hat mich gestern eiskalt erwischt. Das geht schnell. Haben wir Hurensöhne heute im Chat? Sind welche da? Also echte, wo die Mutter wirklich im Laufhaus steht. Ist ja ganz normal, ist ja nicht schlimm. Ja, haben wir welche da. Ich gucke momentan gern die Sendung mit deiner Mutter. Reeperbahn, RTL 2. Oh, jetzt nur gemacht, weil da der... Bro, what the fuck? Alter, wer ist er? Was ist das hier? Entschuldigung? Ja, ist gerade ungünstig. Ich bin gerade am Stream. Dann bis später. Tschüss. Aus dem Bando, ich Alter. Oh, shit. Die Lackfarbe ist Mango. Bro, ist das dumm, Digga. Ist das dumm. So, jetzt werde ich mich betrinken. Ich muss sagen, ich habe überhaupt keinen Bock. Wir haben gerade Sonntagmittag und ich bin jetzt nicht so unbedingt in der Stimmung, mich zu betrinken. Aber für das Experiment, also für die Wissenschaft, muss ich mich jetzt betrinken. Das werde ich jetzt tun. Ja, ach so. Oh mein Gott. Ey, Leute, das habe ich aber nie verstanden. Wie gibt es Leute, die aufwachen und sich denken, Alter, jetzt ein Bier? Oder die sich denken, Alter, jetzt ein Joint? Bro, wie zum Fick? Wer denkt sich so, Alter, gerade schön, oh, schön frisch Zähne geputzt, darauf erstmal ein Backwood durchhauen. Schön erstmal so ein Gibbet anmachen. Na moin, Digga. Schön Wake and Bake rein, Bro. Ey, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Holy shit. Felix IRL war so ein Film. Mach mal lauter. Ist das krass? Ist das schlecht, Digga? Ist das schlecht? Oh, das kommt. Oh mein Gott! Alter, ist das laut. Von der Seite kommt das überlaut. Digga, ist das scheiße, Bro. Ich hasse Felix so sehr. Impossible Challenge. Was geht ab? Heute probiere ich die Versuch nicht mitzunehmen Challenge. Mal gucken, ob ich es schaffe. Besonders dicke Schwänze. Ich stehe auf richtig harte Landesschwänze. So what they say, what they say. Schwänze hart, ich stehe auf dicke Cocks. Ich stehe auf Schwänze. Ist das scheiße, Digga. Ist das scheiße. Ist aber auch eine schwere Challenge bei so einem Banger. Ich hab's leider nicht geschafft. Farid Bang hören, bis er etwas Frauenfeindliches sagt. Was geht ab? Heute hören wir Farid Bang, bis er etwas Frauenfeindliches sagt. Hallo alle Bitches. Oh mein Gott, Bruder. Hallo Mama, ich habe Fragen an dich. Hörst du mir zu? Nein. Es ist ein wichtiges Thema, ich betone deine Aufmerksamkeit. Nein, geh bei Papa. Warum ist dein Deutsch so schlecht? Weil wenn ich die Zeit ein bisschen zurückspule, kann ich mich daran erinnern, dass ich dich zu meinem Elternsprechtag begleitet habe, wo ich für dich übersetzt habe. Oder auch, dass ich dir vorm Schlafengehen deine Stromrechnung vorgelesen habe. Aber irgendwie hat das nicht gefruchtet. Also sag mir, wo drückt der Schuh oder wo drückt die Leserechtschreibschwäche? Ist es im vorderen Großhirn? Ist es im Rückenmark? Ich habe keine verstanden, das. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich mache Spaß. Ich liebe dich so, wie du bist. Lern das ABC, du Grammatikakrobatin. Meine Lehrerin hat mir früher das hier beigebracht. So, ja. Goethe und Schiller dienten mit ihrer Dichtung als symbolischer Kompass. Ein paar hundert Jahre später wurde Deutschland verwüstet durch den Ausländer. Ja, ja, der Gag geht zu lange. Holy shit, Bro. Alter, wir sind immer noch auf TikTok. Mango, ich pull up in dem Lambo, die Lackfarbe ist Mango, ich wollte gerade Cookie
Digga. Der Fingertips hat mich gekillt, Junge. Der Fingertips hat mich gekillt, Bro. Holy shit. Das hier ist das Kevin, das ist Papa Plattefeld. Irgendwann mach ich an der Autobahn auch ein Schild und mach so Papa Platte mit einem Pfeil nach rechts. Na, nee, Bruder, dann machen das Leute kaputt oder so. Mach lieber nicht. Weiß jeder Bescheid, wenn er hier an der A10 vorbeifahrt. Digga, so ein Atze. Das ist der Papa Plattefeld, ja. Beste Mann. Ich hoffe, ich schaff's dieses Jahr noch vorbeizukommen, Bro. Das wäre wirklich cool. Ich will eigentlich nochmal irgendwie mit ihm irgendwie ein Feld. Ich weiß, ist gerade seht ihr hier gerade das Feld oder was macht ihr hier? Dann auch in dem Computer hier. Wahrscheinlich, oder? Oder so grubbern oder wie das heißt? Dieses, wo man das so aufgrubbert. Das sagst du seit Jahren. Ja, aber also ich soll es eigentlich hinbekommen, Bro. Ich bin ja jetzt, ich kann ihm mal schreiben, Bro. Ich bin jetzt ja ab morgen wieder in Berlin. Ich bin ja nur für einen Tag hierher gefahren, Bro, über Film. Also vielleicht kann ich bei ihm vorbeikommen und wir machen einen IRL-Stream. Das wäre eigentlich geil. Hast du das schon gesehen? Grenze, warte. Liste und jetzt nennen wir das mal um in Alter. Jetzt nicht verschreiben. Mann. Papa platzte. Das soll jetzt so, nicht Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Alter. Ich finde halt Boss. Du und Basti. Bro. Oh mein Gott. Trifft das? Alter, saved! Junge, was ein Boss! That's how you do it. Holy shit! Einfach so fucking Dark Souls Boss gelegt einfach. Heilige Scheiße. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Michael Myers kommt ja in Fortnite dran und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aus zwei Gründen. Erstens, in welcher Seltenheitsreihe kommt er rein? Wird er episch? Wird er legendär? Und, also es wäre cool, wenn Halloween oder Filmreihe reinkommen würde. Aber das ist jetzt egal. Denn wenn er so Ikonenreihe reinkommt, erstens bekommen dann Leute Herzinfarkt, weil sie denken, der ist real. Und dann bist du so Travis Scott, Marshmallow, Michael Myers. Und dann gibt's auch noch diese Dings, 8-jährigen Fortnite-Kiddies, die denken, Michael Myers, der sieht aber komisch aus. Das google ich mal. So. Boah, so viel zu lesen, Alter, gar keinen Bock drauf, Bilder. Und dann sehen sie so die Bilder, wo der so komplett am Massakern ist. So komplett das Massaker da. Der schlitzt so die Leute richtig auch so in der Mitte durchgeteilt. Und dann denken die nur, dann spielen die so Fortnite. Bro, ich glaube, ich habe auch damals so geredet. Irgendwie hat man damals noch nicht so richtig rausgefunden, wie man sich artikuliert. Bei Generation. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht so richtig rausgefunden, aber damals war es besonders stark. Ich hätte damals auch so übel so genuschelt und so. Man war zu cool, um den Mund aufzumachen. Die gehen in Fortnite, der macht dann die Mode, dann klingelt auch einmal die Tür bei denen. Die könnten mir rücken. Ey, aber no joke, er hat einen Punkt. Er hat einen Punkt. Ja, hab ich gesehen. Das habe ich privat gesehen. Phil hat so einen Part drauf gemacht, Bro. Der ging echt hart. Ey, da so viel über Drugs gelabert, Bruder. Der Bruder nimmt überhaupt gar keine Drogen. Aber geht hart. Du kennst dein Limit, ich und Iki, wir kennen keins. Siehst du eine Bar mit uns, kann es sein, dass du vor Schmerzen schreist. Deine Mutter ist ne richtig fette Sau. Zieh die Kippe in die Lunge, lecker Bierchen in meinen Bauch. Ich raste aus, ey, das ist der Keter und Krawallzaun. Stecke mir paar Teile ein, komm in den Club und teil aus. Dein Style sieht aus wie der letzte Schrei. Ich fühl mich mega geil, ein paar E's hab ich dabei. Keter und Krawall, meine Nase ist wund. Digga, deutsches Chiago einfach. Rüt von the Mond. Was zum Fick ist das? Ja, guten Tag. Endlich krieg ich mal eine von euch. Ich bin hier, ihr habt mich total vergessen. Ich bin auf the Mond. Hallo? Ich bin nicht da bei dem Forschungszentrum. Ja, ja. Ja, endlich krieg ich mal eine. Ich häng hier immer noch am Mond. Ihr habt mich hier hingeschossen und vergessen abzuholen. Ja. Ja, ich bin's, der Rüt. Bro, das ist eine Scheiße, Digga. Ah, ein T-Shirt, oder? Ist das? Ich kenn das. Habt ihr diesen Clip gesehen, wo Aiden Ross auf der Bühne mit Chief Keef ist und das N-Wort sagt? Digga. Psychose, Alter. Oder er macht einfach Travis singt erst einmal diesen Song und dann kommt einfach so. Man versteht einfach so gar nichts, Bro.
Guck mal, guck mal. Das hatte ich korrekt. Guck mal, er gibt jetzt so ein T-Shirt. Und so ein anderer will das snatchen und will sich das so wegnehmen. Ah, ne, den Schuh war's. Den Schuh, da, da. Habt ihr gesehen? Den Schuh wollte einer weg, sich wegsneaken. Digga, auf unkorrekt. Digga, auf unkorrekt, Bro. Ja, spannend, spannende These. 1, 2, 3, Test, Test. Adam. Bro, ich stehe no joke mit Andreas draußen vor Halle 3, you know? Aber insane, hier gibt's actually kein Bubble Tea. Hopefully dann drin. Die neue Papa-Platte-Stimme, jetzt auch seit einer Woche im Einsatz. Ich glaube auch nur hier, ne? Ich glaube, Papa-Platte hat sich nicht selbst synthetisieren lassen. Doch, haben wir. So. Ja, aber auch so gut wegen euren Eingaben, weil ihr diese ganzen Anglizismen in jedes dritte Wort mit reinmacht. Habe ich mir wieder Mühe gegeben beim Programmieren. Ja, 1:1, holy shit. Holy. Alter! Holy Junge, du hast voll getroffen! Shit. In the middle! Du hast ihn das Rote getroffen! Bruder, ich finde, also ich sag ehrlich, Chad, wenn ich einen Waffenshop ownen würde, dann würde ich Ronny Berger verbieten, da zu schießen, Bro. Digga, stellt euch vor, der Kollege hier, ja, der Kollege hier kommt in den Store rein und sagt, Bro, hast du mal eine Sniper zum Schießen? Da würde ich sagen, ey, oder verpiss dich mal hier. No joke, no joke. Dem würde ich nicht trauen da. Dem würde ich nicht trauen. Imagine Hugo, wir erwähnen das H-Wort heute nicht. Das H-Wort wird heute nicht gesagt, Chat. Bin Rettungssanitäter und verdiene meine 1,9 netto. Und dann kommt Lattensepp und macht das in 12 Stunden. Es sind weniger als 12 Stunden. Man kann da alles machen, einfach. Man kann legit die größte Hurensohn-Aussage machen von mir und dann den dahinter packen. Thank you, Sven! Boah, alle so, oh mein Gott, er ist der Beste! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro. Leute geben dafür Geld aus, Bro. Leute geben noch für viel schlimmere Sachen Geld aus hier in diesem Channel. Wenn du wüsstest, Bro, holy shit. Wenn es ein Mittelfinger ist, gib mir ein Permaban, Bro. Oh mein Gott, das ist no joke, das ist schlimmer als ein Mittelfinger, John. Was zum Fick ist das? Oh mein Gott, Bro.